Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 76, Fallout Shelters. Entschuldigt bitte. Ja, unser Bunker wächst allmählich voran, auch wenn wir immer mehr Schwierigkeiten mit der Energieversorgung haben. Ich hoffe, dass wir das bald ausmerzen können. Und wir haben zwei Trupps draußen. Wir haben einmal unser Mr. Handy, der seit 2 Tagen und 14 Stunden das Ödland durchstreift und uns hoffentlich demnächst richtig gut Kronkork nach Hause bringen wird. Und wir haben natürlich noch unseren Kampftrupp draußen. Wer schneidet den Truthahn an? Unsere Elite ist draußen und da werden wir natürlich jetzt gleich mal hinterhergehen und zu kontrollieren, ob wir diese Quest auch gewachsen sind. Findet den Koch. Wir gucken uns mal kurz das Gebäude an. Ich würde sagen, wir kontrollieren erst die oberen Stockwerke, dann geht's in den Keller. Ich habe sie ordentlich mit Stimpaks versorgt, beziehungsweise mit Red Array. Sie hat einen guten Flammenwerfer dabei. Das sollte eigentlich so ziemlich überzeugende Arbeit leisten. Ein Schuss, eine gegrillte Maulwurfsratte, so soll das sein. Sieht irgendwie lustig aus. Alte Klamotten und ein moderner Flammenwerfer. Na, dann brutzel mal den zweiten. Aus dem Schrank holen wir ein paar Kronkorken raus und noch zwei zusätzliche Stimpaks aus der Maulwurfsratte. Wie gesagt, ich kontrolliere als erstes die oberen Stockwerke, bevor wir in den Keller gehen. Ich bin gespannt, was hier wo rumkommt. Red Away, Kronkorken und ein Arbeiter-Overwall. Wir sind inzwischen bei 255. Das läuft hier richtig gut. Auch nochmal ein ganzer Raum, ein mittlerer und ein kleiner. Was haben wir drin? Nochmal Maulwurfsratten. 2 Stück. Ne, 3. Aber das sollte auch kein Problem sein. Denn wir haben 12 Stimpaks inzwischen und 11-mal Red Away. Das sollte reichen, damit wir sie am Leben halten können. Auch wenn das jetzt natürlich von der Zeit her ein bisschen länger dauert, bis sie alleine ein Dreiertrupp zu Asche verwandelt hat. Aber ich will mir auf jeden Fall das ganze Gebäude angucken, denn es ist immer hervorragender Loot vorhanden. Und wenn der Loot nur aus einem Stimpack besteht. Schön, wie die Wolken an uns vorbeiziehen. Die Wolken des radioaktiven Ödlandes. Ich muss aber schon sagen, dafür, dass das als kleines Browserspiel begonnen hat, ist Fallout 76 eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und ich persönlich, habe ich jetzt gerade schon wieder Fallout 76 gesagt. Oh Mann, ich meine natürlich Fallout Shelters. Ich muss sagen, für ein kleines Browser-Game, für so zwischendurch, ist Fallout Shelters wirklich gar nicht mal so verkehrt. Und ja, ich bin gespannt, wie weit wir jetzt demnächst kommen. Wir brauchen, wie gesagt, ein paar 1000 Kronkorken, dann kann ich die ganze Welt einmal umbauen. Beziehungsweise wir brauchen eigentlich noch ein paar Heinis mehr, ein paar Mitbewohner. Und da werde ich wahrscheinlich demnächst unsere Frauenquote wieder mal dazu zwingen. Damit die uns mal ein paar neue Kinder ranzüchten können. Beziehungsweise ranzüchten klingt jetzt auch so unmoralisch. Damit unsere Welt ein paar Kinder wieder kriegt. Denn Fakt ist definitiv, wir brauchen bei weitem mehr Mitbewohner. Und unsere Mitbewohner müssen natürlich auch dementsprechend erstmal noch skillen. Wir brauchen Stärke, Agilität, Charisma, Glück. Und dann kann man erstmal in aller Ruhe weitersehen. Das ist so gesehen nicht einfach so getan mit, wir stecken einfach die schwächsten Bewohner in die besten Räume. Das geht so natürlich absolut nicht. Aber ich arbeite dran. Aber dafür müssen natürlich wieder die Räume ausgebaut sein. Denn wenn unsere Trainingsräume auf 3 ausgebaut sind, bringen sie uns natürlich wieder mehr Punkte ein. Beziehungsweise die Jungs trainieren schneller. Ja, also jetzt wird es ja wohl ein bisschen oberdreist hier. Dann nehmen wir doch gleich mal ein Stimpack, das erste. Bei den ganzen Maulwurfsratten.
Unsere erste Waffe, die wir gefunden haben. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben noch zwei Ebenen vor uns. Wahrscheinlich bei unserem Glück wird der Koch wahrscheinlich in der letzten Ebene, wahrscheinlich hier unten im letzten Raum sein. Nein, zum Glück, ihr habt mich gefunden. Einer dieser Mausratten ist mit meinem Lieblingsfleischermesser abgehauen. Hast du vergessen, die Flunk zu machen? Das ist eine gute Antwort. Wer schneidet denn den Truthahn an? Und wir kriegen auch noch fünf. Ja, moin, das nehmen wir doch gerne mit. Aber die ganzen Maulwurfsratten hier sind echt eine Plage. Der Boss ist direkt beim ersten Angriff gefallen. Das soll mir recht sein. Aber so die männliche Variante des Thanksgiving-Outfits sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Ja, ich persönlich mag diese Haarkäppchen nicht. Da finde ich doch eher so einen Hut besser. Mit Schnalle dran. Oh, jetzt sind die aber alle tot. Und noch mehr Kronkorken. Über 2000 Kronkorken bringen wir mit. Das ist ja faszinierend. Das nehme ich doch gerne mit. So wieder Nahansicht, rote Augen, ziemlich scharfe Zähne, aber wir haben den Flammenwerfer. Dementsprechend sollte das hier kein Problem sein. Ein Angriff und ein toter Gegner. Wie gesagt, mein Problem ist jetzt gerade so ein bisschen, dass die Jungs hier in meinem Dreierpack auftauchen und das mag ich persönlich eigentlich gar nicht. Dann gibt es noch eine Lupe und noch einen alten Wecker. Und wir haben noch die letzte Etage vor uns. Wenn wir Glück haben, ist es ein großer Raum. Wenn wir Pech haben, drei kleine. Es sind drei kleine Räume. Oh, ich hatte zumindest Hoffnung, dass wir nicht hier so durchkommen. Und ein zweiter Boss. Und auch dieser liegt relativ schnell am Boden. Der Flammenwerfer ist einfach zu stark. Ja gut, ich habe ja meine Soldatin extra so ausgerüstet, dass sie die besten Waffen zur Verfügung haben. Und da halte ich mich ja so ein bisschen an Starship Troopers. Wir haben die Waffen, wir haben die Schiffe, nur wir fehlen, uns fehlen Soldaten. Beziehungsweise Vaultbewohner. Ja, und das war's jetzt auch. Wir haben auch jetzt die Aufgabe abgeschlossen. Wer schneidet denn den Truthahn an? Der ganze Bereich ist geplündert, der Koch ist gerettet und das Fleischermesser ebenfalls. So, dann wollen wir mal zurückkehren zu Vault. Wir bringen mit. Ein Schlachtermesser, eine verbesserte abgesägte Schrotflinte, ein Handwerker-Overwall, knapp 2300 Kronkorken und 5 Flaschen der beliebten Nuka-Cola. Die könnten wir eigentlich einsetzen, um unsere Leute zu beschleunigen. Ich bin ja sowieso immer so geizig, was solche Sonderwährungen angeht. Die sollte ich eigentlich auch mal hier ausgeben können. 4 Stunden braucht sie zurück. Oh, meine Energieversorgung. Ja, ihr kennt das Spielchen, ja. Ich habe hier meine Soldaten unten im Glück. Die werden jetzt erstmal oben ein bisschen Strom produzieren, bis wir soweit sind. Da ist der nächste. Das muss ich jetzt so ein bisschen im Ausgleich machen. Ist zwar ein bisschen blöd, aber was will man machen? So, damit sind sie jetzt zu viert. Wie sieht es mit dem letzten aus? Der ist auch schon relativ weit. Der kann dann gleich damit. Damit haben wir jetzt 4. Ah, ich habe hier was gehört. Wo hat er sich versteckt? Wo steht er? Ah, ich tippe mal, da war einer der Trainingsräume. Oder hier im Lager. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Na gut, er geht aber auch zum Trainieren. Wir haben jetzt drin 2, 4, 5. Wird er ist der Sechste. Damit haben wir wenigstens einigermaßen die Möglichkeit, Energie ranzukriegen. Damit ich wieder mit einem Positiven rausgehe. Und ich muss auch wieder jemanden zusätzlich hier reinstecken. Denn das Wasser geht uns allmählich aber sicher auch aus. Wobei, da können wir mal einen Tempomodus drüber setzen bei 28%. Das sollte erfolgreich sein. Und somit haben wir ein bisschen mehr Wasser reingekriegt. Auch schade, das Thanksgiving ist weg. Mal gucken, ob wir es neu anstreichen können.
Nö. Aber wenn hier das Thanksgiving raus ist, dann werden wir wahrscheinlich auch die Quests nicht mehr haben. Lasst mich gucken. Nö. Wir haben jetzt noch Global, nein, danke. Das werden wir als nächstes angehen mit unserem vollen Trupp. Und dann sind wir auch mit der Questreihe durch. Wir kriegen einen Hund. Wir kriegen eine Schrotflinte und einen Laborkittel. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie wir da weiter vorangehen. Und sobald mein Haupt-Elite-Trupp soweit ist, sprich, der jetzt gerade hier in der Energieproduktion drin sitzt, dann werde ich endlich die... Ich bin gerade überlegen, schicke ich die Jungs einfach mal ins Ödland raus? Oder schicke ich die dann gleich auf die richtig guten Missionen? Weil die sind ja komplett gut ausgebildet. Das heißt, ich kann mit denen die Kopfgeldjagd machen. Ich kann mit denen die wöchentliche Aufgabe machen. Lass mich mal eben kurz gucken. Hier, die Kammerjäger. Hilf Vault 5 von 5 bei einem Red-Kakerlaken-Problem. 3 Stunden ist auch eine einmalige Sache, eine einmalige Mission. Dann haben wir hier die Kopfgeldmission als tägliche. Wir haben hier die wöchentliche. Mach mit und gewinn, Spielshow. Wir brauchen mindestens 8er Waffen und Stufe 23. Wird mit einem Mr. Handy belohnt. Und ansonsten müssen wir mehr arbeiten an den Sidequests. Damit wir da auch mal ein bisschen vorankommen. Ja, ich habe jetzt 6250 Kronkorken auf der Kante. Was machen wir? Wir gehen mal ein paar Etagen tiefer. Ich will 4 Ebenen mit Lager haben. Sprich hier. Das heißt, hier werde ich die erste neue Baracke hinsetzen. Auf der Ebene. Und dementsprechend werde ich das jetzt auch bauen. Die ist nicht so teuer. Es wird uns zwar einiges an Geld kosten, aber das Geld sollte gut investiert sein. Die Baracke ist jetzt voll ausgebaut. Das heißt, wir können diese Baracke verkaufen. Damit ist der Raum auch weg. Ja, ja, gewusst wie. Als nächstes bauen wir eine Zweierbaracke daneben. Moment. Ah, er ist verschwunden. Er ist leider... Ne, hier, mittendrin, mit 675. Den nehme ich doch auch gerne mit. Weil ich möchte jetzt nämlich anfangen, hier auszubauen. Das heißt, die Baracke muss hier nämlich weg. Ich brauche die Baracke, die muss definitiv weg. Wir gucken uns das jetzt mal an. Wir haben aktuell eine Kapazität von 62 Bewohnern. Das ist eine voll ausgebaute Baracke, wenn ich mich recht erinnere. Da hatten wir richtig viele Kronkorken rein investiert. Genau wie das Lager. Das möchte ich auch gerne abreißen. Dazu gucke ich mal eben ganz kurz in die Lagerkapazitäten. Wir haben 186 Lagerkapazitäten frei. Und ich würde sagen, wir haben hier unten mehr als genug Lagerraum, den wir auch ausbauen können. Das Lager hauen wir auch weg. Unsere Lagerkapazität beträgt jetzt immer noch 275, das ist gut. Und nicht zu vergessen, wir haben ja noch ein Voltech-Köfferchen. Das können wir auch noch aufmachen. Vielleicht haben wir ja einen Mitbewohner. 100 Kronkorken. Nahrung. Yogai-Leder. Komiker-Outfit. Und das letzte, oh, was Episches. Ein rostiger Alien-Blaster. Wir haben einen Alien-Blaster. Der Flammenwerfer macht 16 in der Spitze. Der Alien-Blaster macht 18. Da ist die Wahl doch sehr schnell geändert. Oh nein, wilde Ghule. Na gut, die bringen uns jetzt ein bisschen Verstrahlung rein. Damit kann ich einigermaßen leben. Wir gucken uns mal an. Er ist mit einer Schrotflinte ausgerüstet. Der kriegt den Flammenwerfer. Na gut, die Strahlung kann ich erstmal jetzt gleich mit Red Away alles durchimpfen. Na, moin. Wilde Ghule und Red Skorpione. Das sind meine beiden Hassgegner, wenn die World angreifen. Die mag ich persönlich gerade gar nicht. Aber bei der Verstrahlung lohnt es sich wenigstens, die Jungs richtig durchzuimpfen. Dann überleben die Jungs auch ein bisschen länger.
Vor allem die Strahlung kriegen wir auf natürlichem Weg ja auch gar nicht weg. Und deswegen habe ich hier oben immer gern einen vollbesetzten Raum mit meinen besten Waffen drin, damit die Ghule direkt hier oben aufgehalten werden oder die Angreifer und damit die nicht durchbrechen können. Wir gucken uns jetzt mal eben kurz unsere Soldaten und Soldatinnen auch noch mal kurz an. Wie sieht das denn so aus? Na gut, Kraftwerk, die ist fast durch. Also unsere Leute sind schon relativ gut trainiert in vielerlei Hinsicht. Und wenn die dann soweit durch sind, dann werde ich die Jungs definitiv und auch natürlich die Damen rausjagen, damit die ersten Level mal draußen machen, weil je höher ihre Werte sind. Mal kurz ihn hier raussuchen. Glück, er findet bessere Gebäude, dass wir auch Gebäude im Ödland finden. Stärke, auch klar, für mehr Schaden. Ausdauer, Charisma. Wenn die Werte alle oben sind, dann wird es unseren Soldaten und Soldaten bzw. unseren Vaultbewohnern im Ödland richtig gut gehen. Dann lasst uns nochmal weiter gucken. Wir haben hier noch einen Trainingsraum, der ist nicht wirklich groß ausgebaut. Das ist ein Dreier. Die Sterne machen wir mal kurz kaputt. Lasst mich mal eben kurz gucken. Nee, ich setze die zweite hier drüber. Die zweite Baracke. Dann kann ich die obere Baracke nämlich auch abreißen. Dann sollte das einigermaßen reichen. Oh, teuer, teuer, teuer. So, jetzt haben wir zwei Baracken im Erdgeschoss stehen. Und das heißt, wir können die Baracke hier ohne Schwierigkeiten auch verkaufen. Alles für ein bisschen mehr Platz. Na gut, es ist zwar eine Kronkorkenverschwendung, aber das ist mir, wie ich schon sagte, so lieber. Weil hier unten, hier haben wir die Wasseraufbereitung und das Diner. Hier werden wir die Pflanzenzucht hinsetzen und hier drüber das, die nächste Aufbereitung. Lasst uns mal eben kurz die Räume angucken. Wir kriegen den Atomreaktor, den Garten und die Wasseraufbereitung. Der Garten kommt neben Steiner bis hier. Das heißt, die beiden Gebäude werden auch noch gehen. Und hier drüber kommt die Wasseraufbereitung, damit ich das auf einer Ebene habe. Hier oben der Raum wird durch den Atomreaktor ausgetauscht. Und hier kommt auch noch ein Kraftwerk hin, werden mit voller Mannstärke als Kraftwerk betrieben. Dann für die nächsten Pläne. Hier unten ein komplett ausgebautes Dimpack-Labor und daneben ein komplett ausgebautes Red Array-Labor. Und dann können wir die Trainingsräume anschließen. Das heißt, ich bin mit meinen Trainingsräumen sogar ein zu tief gegangen. Das heißt, hier oben erst Stärke verkaufen. Daneben dann die Waffen, dann verkaufen. Dann werde ich die Räume alle so eins nach oben setzen, so dass, wenn wir hier alles zusammen haben, hier oben alles besetzt ist in einem Block. Damit, wenn ich irgendwo einen Durchbruch habe, sofort die Leute hinkommen. Das einzige Manko werden die Räume hier hinten sein, weil das immer nur Zweier Platz sind. Da kann ich aber leider nichts gegen machen. Da werde ich dann irgendwelche kleineren Bereiche hinsetzen, wie beispielsweise nochmal eine Baracke hier oben hin, die ausgebaut ist, damit ich da meine Damen und Herren reinschicken kann, damit es da ein bisschen zur Vergnügung gibt. Und natürlich auch noch ein voll ausgebaute Radiostation. Damit wir natürlich auch noch die Leute anlocken können. Das mache ich jetzt nämlich auch schon seit einiger Zeit nicht mehr. Aber weil wir den Raum ja auch gerade... Ach, den lasse ich leer. Das ist soweit okay. Wenn jetzt die Nächsten vorbeikommen, lasst mich mal eben kurz gucken, was denn als Nächstes das Forschungslabor kostet. 500. Oder die Krankenstation auch 500. Die Krankenstation kommt definitiv unter das Deiner. Und das Labor hier drüben hin. Komm, der Stein kann auch schon mal weg. Dann nehmen wir natürlich noch den Strom mit. Ja, soweit so gut. Mr. Handy wird uns irgendwann nochmal 5000 Kronkorken vorbeibringen. Aber das dauert erst nochmal eine Woche, bevor der wieder da ist. Ich trainiere jetzt noch ein bisschen weiter, meine Leute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentar, Abonnement. Ich würde mich drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann zur nächsten Folge von Fallout Shelter. Bis denn. Tschüss.